So, herzlich willkommen, wir sind zurück bei Skyrim und jetzt geht's mal los. Wir machen aber erstmal noch was ganz anderes. Ich habe nämlich vergessen, wir haben ja noch, nee, beinahe vergessen, wie ich denke jetzt gerade dran. Wir haben ja gerade noch den Letter vom Father. My son, in order the Pentius Oculatus to ensure the safety of our honored emperor during his visit to Skyrim, we must personally verify the security of every city in the province. To this end, I appoint you my personal representative, granting all rights and privileges afforded a commanding officer of the Pentius Oculatus. You are authorized to speak with my voice and administer with my hand. Gaius, I cannot do this alone. There is much work to be done here in Dragonbridge and elsewhere, and many arrangements still to be made before the Emperor's arrival. I simply cannot afford to spend time traveling right now, but you must know the seriousness of the task I set before you. When he arrives, the Emperor may choose to visit any city in Skyrim, as suits his whim. If he does so, we, the Pentius Oculatus, must be sure that security within the cities is sufficient to deal with any threat to his person that may arise. Gaius, my beloved son, you may be new to Pentius Oculatus, but I need someone I can trust. You must carry out your duty for the safety of the Emperor, the glory of Pentius Oculatus, and the honor of Maru family name. Your superior officer can and loving father, Commander Maru. Scheiße, der hat ihn wirklich, denke ich, durchaus auch gerne gehabt. Naja. Wir hoffen inständig, dass wir vielleicht eine Alternative finden zu dieser Questreihe hier. Naja, schauen wir mal. Okay, jetzt geht's aber los. Es war gar nicht verräterisch, diesen Brief genau hier zu lesen. Mir ist das schon klar gewesen. Aber wann, wenn nicht jetzt? Denn später komme ich nicht mehr drauf. Also hier, guten Stehen Tag. Geblieben. Jo. Der Turm darf bis auf Weiteres nicht betreten werden. Nee, hier, ich guck mal. Guck mal, ich habe hier einen wunderschönen Brief. Was ist denn das? Ja, guck mal. Bestellung dieser Größenordnung, Besitzer dieser Papiere, der Feinschmecker. Bei Azura, der Feinschmecker. Es tut mir leid, eure Kleidung. Natürlich, ich hätte darauf kommen müssen. Entschuldigt bitte mein Unwissen. Jana, die Burgköchin, erwartet euch schon ungeduldig. Ihr solltet direkt in die Küche gehen. Alles klar. Guck mal, dann hat sich das schon gelohnt. Jana wird hoch erfreut sein, euch zu sehen. Sie ist in der Küche. Alles klar. Gut, dann yippie yippie. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Wir müssen natürlich jetzt nicht sofort zu Jana gehen, ne? Wir können jetzt mal ganz vorsichtig ein bisschen rumschleichen hier. Eigentlich können wir hier auch lang laufen. Da ist die Küche, alles klar. Dann gehen wir da erstmal nicht hin. Hier gibt es keine Drachen. Oh, ah. Ich habe geguckt, ob es eine Drachenbüste gibt, die zufällig irgendwie drüber gedingsbumst ist. Aber hier gibt es leider nicht sehr viel. Doch, hier dieses Ding können wir auf ihn drauf fallen lassen. Okay, krass. Von irgendeinem Licht sogar reflektiert. Krass, krass, krass. Ja, schön. Was haben wir denn hier Schönes? The Real Barenz, ja. Okay.
Nein. Beinahe hätten wir sie ausgelöst. Schlüssel erforderlich, ich verstehe. Was liest er so? History of the Empire. Er ist aber noch nicht weit, Volumen 1. Ist offensichtlich ein bisschen lesefaul. Und ein bisschen doof dieses große Bett aufgestellt hier, aber... Okay, wow, da ist ein... Dieser abgeschlossene Raum ist offensichtlich wirklich für später. Gemein. Und ein zerflattertes, ausgelesenes Buch. Unglaublich. Also jetzt nicht der super-duper Aufwand hier. Sehr... Was soll ich sagen? Auch die Matratze hat schon bessere Zeiten gesehen. Gut, wir kommen da nicht rein. Wir kommen da nur mit Schlüssel erforderlich. Okay, dann können wir wahrscheinlich nur ihr einstehlen, den entsprechenden, glaube ich, ne? Ganz kurz mal gucken, ob sie einen Schlüssel dabei hat. Nicht noch eine Lieferung. Ich habe doch gesagt, dass wir alles haben. Legt es dort ab und verschwindet. Ja, hier, ich bin der Gourmet. Der Feinschmecker? Ja. Oh, endlich! Ich konnte es kaum glauben, als ich hörte, dass der Feinschmecker für den Kaiser kochen sollte. Es ist nur... Ja? Jetzt? Nun, ich möchte nicht enttäuscht wirken, aber ich hätte nie gedacht, dass der Feinschmecker ein Kaiserlicher ist. Ich hatte mir etwas Exotischeres erträumt, vielleicht... Enough! The Gourmet is here the cook. Not talk, let us begin. Oh, ja, aber natürlich. Der Kaiser wünscht sich euer berühmtestes Gericht. Die Portage le Magnifique. Ich habe schon mal angefangen. Aber im Kochbuch steht nicht viel und jeder kocht das Gericht anders. Ich würde mich geehrt fühlen, wenn wir es auf die besondere Art des Feinschmeckers zubereiten könnten. Die Brühe ist bereits gekocht. Wir können sofort beginnen. Welche Zutat kommt als nächste? Sweetroll? Nein. Ja. Moment mal. Vielleicht sollten wir noch mal von vorn beginnen. Also, welches ist die erste spezielle Zutat? Oh Gott. Okay. Warte mal, ist das hier etwa das Buch nochmal? Ankermetest, alles klar. Okay. Also das hier ist gut sortiert und gefüllt. Und die sind leer. Ha. Okay. Ich verstehe, ich verstehe. Gut. Ankermetest. Lecker. Das hatten wir natürlich nicht gelesen. Portage, Chicken Broth, Beef Broth, Ounces of Butter. Oh oh. Ich muss ganz schnell ein bisschen Papier organisieren. Oder warte mal. Noch viel besser. Lass mal kurz gucken. Wir machen kurz hier eine Aufnahme. Warte. So. Okay. Combine all ingredients into large soup pot. Stir vigorously. Once hot, pour into earth and soup bowls immediately. Behold Gourmet's signature dish, the Portage le Magnifique, but wait.
Okay. Verstehe, verstehe. Gut, dann jetzt hier weiter. Ich muss schnell gucken. Flaggen, Diced Carrots. Okay. Vielleicht sollten wir nochmal von vorn beginnen? Ja. Immerhin soll die berühmte Portage Le Magnifique des Feinschmeckers ja perfekt sein. Also, welches ist die erste spezielle Zutat? Okay, Sweetul auf keinen Fall. Möhren. Möhren? Wirklich? In Ordnung. Und jetzt? Vampirstaub. Now add some splash of meat. Bitte was? Beef broth and chicken broth. Vier Cups of... Na gut. Ich weiß nicht, was splash of meat, was das eigentlich bedeutet. Wenn ich silent bleibe, dann wird da wahrscheinlich nichts draus. Wir müssen hier angeben. Okay, Vampirstab ist es nicht. Natürlich. Das hatte ich schon erwartet. Alright, what next then? Okay, und jetzt Riesenzähne dazu geben. Nirnwurz? Was? Ounce Butter, Flagon of Flour, Diced Carrots, Diced Onions. Remain silent. In Ordnung. Mal sehen, Distel. Ja, versuchen wir das mal. Nur ein Zweigchen. Alright, what next then? You must add Aseptim, gewürfeltes Hawkerfleisch. Bitte was? Four cups chicken broth. Es geht hier offensichtlich nicht. Es geht hier offensichtlich nicht auf das. Ich habe die Wahl. Nun gut, dann Tomaten. Einfach, aber unglaublich aromatisch. Findet ihr nicht auch? Nun, wie immer. Der Eintopf wie immer scheint machen. Fertig zu sein. Wenn wir noch etwas hinzufügen, schwächen wir die Aromen ab. Also, ist es das? Servieren wir die noch eine letzte Zutat. Hier, diese. Oh, was ist das? Eine Art Kraut? Seid ihr sicher? Die Portage schmeckt schon perfekt. Jede weitere Zutat könnte... Ich darf das ja bitten, Gianna. Das ist hier... Ist das hier irgendein... Irgendeine Lacusine von irgendeinem Vorort oder was? Verdammt, ich kann es jetzt gar nicht so gut mich aufregen. Ich bitte dich, Gianna. Ist das hier irgendwo ein Vorortküchlein? Oder ist das ein ordentliches... Küchenetablissement. Ich hey, bin hier der Fachschmecker. Natürlich. Das ist immerhin euer berühmtestes Rezept. Gut, eure und geheime Zutat nix. Ist drin. Und wenn ich es mal so sagen darf, es war eine Ehre, ein Gericht mit dem besten Koch des gesamten Kaiserreichs zuzubereiten. Ich trage den Eintopf und führe euch hoch zum Speisesaal. Ich bin mir sicher, dass der Kaiser und seine Gäste euch nun endlich kennenlernen wollen. Alles klar. Gut. Dann. Und Vorsicht, Gianna, dass unser kostbarstes Gut nicht verloren geht. Na, seid ihr denn kein bisschen nervös? Nach allem, was geschehen ist? Meint ihr die Hochzeit? Der scheinbare Mord an meinem Cousin? Ach, die rennt ja wieder. Gut. Oh, ich bin nervös. Wir gehen gleich rein. Bitte, ich bediene. Ihr steht einfach da und seid umwerfend. Das kann ich besonders gut. Maro, nicht wahr? Wie furchtbar. Der Sohn eures Kommandanten plante eure Ermordung. Ja, das ist eine unglückliche Wendung, aber ein Einzelfall. Aber mir wurde versichert, dass die Schuld einzig und allein beim Sohn des Mannes liegt. Wir sind in absolut keiner Gefahr. Einen Kaiser zu töten kann nützlich sein, aber sich mit einem anzufreunden, das ist wirklich von Vorteil. Und da stimmen mir doch sicherlich alle zu.
Also? Ach, da sind wir. Geehrte Gäste, darf ich vorstellen? Der Feinschmecker. Guten Tag. Ach, diese Suppe. So köstlich, meine Freunde. Als Kaiser steht mir natürlich das Recht der ersten Portion zu. Natürlich. Es ist auch gut, so probiert es. Oh, wie wunderbar. Ja, langt köstlich. Kräftig zu. Langt so kräftig hatte ich es zu. Mir erhofft. Oh. Da stimmt was nicht. Ich... Ja, was ist denn? Na, so etwas. Mein was? Kaiser! Nein. Nein, ihr versteht... Warte mal, wir können leider nicht mehr... okay, schade. Ich hätte gerne noch in seine Taschen geschaut. Okay. Na komm. Nicht. Das war ein Fehler. Bitte, ich, jemand muss etwas unternehmen. Ist jetzt sicher weg. Okay. Ein bisschen, wie soll ich sagen? Mist. Ich hätte gerne bei dem noch in die Taschen geschaut. Nicht dahin. Oh, Alter, das gibt's doch nicht. Okay. Wollen wir ihm noch in die Taschen schauen? Wir haben nur ganz kurz Zeit halt dann, ne? Eigentlich. So. Was ist denn mit denen los? Eieiei. Und nichts, Janna, nichts essen von dem Zeug, ne? Nichts essen. Hat nichts. Warte, ich muss mal ganz kurz gucken. Er hat nichts. Okay, das wollte ich nur wissen. Gut. Okay. Ja gut, dann müssen wir halt abhauen, ne? So. Ach, guck mal, jetzt ist da offen, oder was? Dieser Mann war der bei weitem nervigste Köder, den der Kaiser je eingesetzt hat. Ich bin froh, dass er tot ist. Ah, aber ich freue mich noch mehr, dass ihr ihn getötet habt. Ihr, ein Attentäter der Dunklen Bruderschaft, habt gerade einen Anschlag auf den Kaiser durchgeführt. Und ihr hättet Erfolg gehabt, wäre es der echte Kaiser gewesen. Überrascht? Ging mir auch so, als ein Mitglied eurer Familie mit dem Plan zu mir kam. Wir haben ein Geschäft gemacht, wisst ihr? Einen Handel. Ich bekomme euch und die Dunkle Bruderschaft darf weiter existieren. Aber wisst ihr was? Ich habe es mir anders überlegt. Wie wäre es damit? Ich töte euch und schlachte alle eure armseligen kleinen Freunde ab. Eure Zuflucht wird gerade verwüstet, damit ihr wisst, was ich von diesem Geschäft halte.
Ihr habt meinen Sohn getötet. Ihr alle. Und jetzt bezahlt ihr dafür. Okay. Tötet ihn. Und sorgt dafür, dass nichts übrig bleibt, was man beerdigen könnte. Ist da jemand? Okay. Ach, guck mal. Hei, hei, hei. Wo geht's denn hier runter eigentlich? Jetzt bin ich mal gespannt. Das hatten wir tatsächlich nicht ausprobiert, ne? Als wir hier waren. Hei, hei, hei. Jetzt werden wir mal rauskriegen. Ach so. Eigentlich sehen wir verdammt gut aus. Wir machen aber trotzdem die folgenden. Ich wollte es nur noch mal genießen. Le Cook zu sein. So, jetzt wissen wir auch, wie diese verschiedenen Sachen zusammenhängen. Okay, krass. Ich wusste, dass die... Die ist nicht mehr da. Okay, die ist ausgelöscht. Krass. Und es war wahrscheinlich die Dingsbums. Ich glaube, wir brauchen jetzt eh Rüstung, ne? Wir müssen gegen die... gegen die schwere Bewaffneten. Oh oh. Huch. Okay. Der hält aber nicht sehr, sehr viel durch. Jetzt kann euch niemand mehr. Alter, okay. Mach. Alter, bring das Pferd nicht um. Wehe, du bringst den um. Ja, mein Lieblingspferd hier im Spiel. Hast du gut gemacht, mein Kleiner. Oh, du bist so ein Lieber. Kann ich jetzt reiten? Natürlich nicht. Ist das hier Gunpowder oder was? Dass die das in die Luft sprengen oder was? Der Kampf eben hat mich schon gerade wieder daran erinnert, dass eventuell die Mod, ja, dass eventuell die Mod, oh Gott, die heizen, die wollen das gerade anbrennen, ja, okay. Dass eventuell die Mod nicht in Ordnung ist mit dem Gewicht von den Kampfkräften. Mit einem Schlag die niederzumachen, ich glaube, ich muss nochmal die Mod installieren, die praktisch das Balancing
von den Gegnern hochsetzt. Sonst hätten wir hier nur immer mit. Weiß nicht. Eine dieser Leichen. Lass mir die Spieltiere. Ich wollte schon immer so ein Pentius Oculatus Ding haben. Okay. Oh nein. Er hat es nicht geschafft, okay. Scheiße. Tag. Okay, krass. Wer hat dir verraten? Oh, Gabriella, okay. Gut. Schon Gedanken gemacht. Ja, Kaiser war eine Falle. Jemand hat uns reingelegt. Davon gehe ich aus. Die meisten von uns sind schließlich tot. Und bevor ihr fragt, nein, ich glaube nicht, dass ihr es wart. Und sollte ich doch meine Zweifel gehabt haben, sind sie nun ausgeräumt. Ihr habt mir schließlich gerade die Haut gerettet. Vielen ja, Dank dafür. Kein Problem, gerne. Jo, wir müssen hier raus. Das könnt ihr laut sagen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir hier alle verbrennen. Los! Jo. Ne, ich werde noch mal ganz kurz schauen. Festus Krex. Zuhörer. Ja? Ich bin eure einzige Rettung. Kommt, nehmt mich an. Bitte was? Ich will noch mal gucken, ich möchte gerne noch mal schauen vorher, wen ich noch finde. Zum Beispiel sie hier. Ja, tot ist tot. Ups. Den ewigen Schlaf etwa? Das wäre mir ein bisschen zu früh. Nein? Also es ist eine sehr wendungsreiche. Ich sage euch doch, er ist da drin. Ich mache ja so schnell ich kann. Ich kann am Verfluch des Satans weit. Ihr könntet ja auch helfen. Gott sei Dank, ich muss nicht hier bleiben für die Ewigkeit. Ich bin nicht wirklich für körperliche Arbeit gebaut. Jetzt kommt schon, ihr habt es fast geschafft. Nur noch einmal ziehen.
Uff. Ich habe auch die Luft angehalten, dass es nicht zu schwer ist. Kriegt ihr sie auf? Ich glaube schon. Moment. Ihr müsst mit Astrid sprechen. Hier in der Zuflucht der dunklen Bruderschaft. Mit Astrid. Halt, nicht so schnell. Ganz ruhig. Alles in Ordnung. Ihr habt eine Menge durchgemacht. Warum setzt ihr euch nicht eine Weile hin? Ich muss mit Astrid sprechen. Sie ist hier in der Zuflucht. Folgt mir. Mir geht's gut, aber die Mutter der Nacht hat andere Aufgaben für mich. Gehen wir. Ich muss mit Astrid sprechen. Sie ist hier? Bei Cities. Ich glaubte schon, wir hätten sie verloren. Los geht's. Gut. Uff. Okay, die beiden sind nicht. Dann ist da Festus Krex noch übrig. Es bleibt also Astrid. Es bleiben Astrid. Und da sind wir lang. Da oben ist jetzt zu, oder was? Okay. Da ist zu. Geht's da noch rein? Nein, da geht's nicht mehr rein. Okay. Also das ist jetzt sozusagen zugefallen. Okay, krass. Und das auch. Okay, wir kommen gar nicht mehr. Wir haben es sozusagen von dort aus. Astrid ist hier unten. Okay, krass. Gut, wir machen mal Folgendes. Wir machen hier einen kleinen Cut. Und würde ich sagen, erstmal vielen Dank fürs dabei sein. Und ja, wir gucken dann einfach beim nächsten Mal weiter. Ne? Vielen, vielen Dank fürs dabei sein. Bis dann. Tschüssi.